Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Im letzten Part haben wir den Waldtempel absolviert. Und als nächstes geht es in die Berge. Nämlich nach 7 Jahren sollten wir mal wieder gucken, wie es den Goronen so geht. Unseren Freund Darunia besuchen und so weiter. Aber der Ring über dem Todesberg, der zeigt schon, dass da etwas ganz so gar nicht in Ordnung ist. Das kommentiert sogar unsere Freundin Navi. Deswegen gucken wir mal nach, was da jetzt so los ist. Na komm, mein Pferdchen. Zuvor sollten wir jedoch Talon aufwecken, denn da auf der Farm ja jetzt wieder alles in Ordnung ist, kann er ja wieder auf die Farm zurück. Sonst müsste seine Tochter ja alles alleine machen. Das wollen wir natürlich nicht. Erstmal Hühnchen rein. Wir alle haben Schweres durchgemacht, aber wir möchten das lieber für uns behalten. Schau dir den Bärtigen auf dem Bett an. Ich wette, sogar einer wie er hat seine Probleme. Schau ihn an, den Bärtigen. Ich glaube, sie haben ihn von der Farm gejagt. Er hängt immer nur faul herum, den ganzen Tag lang. Das ist ziemlich gedankenlos in derart schlimmen Zeiten. Ach, seid doch nicht so hart zu ihm. Was zum Teufel? Kann man denn nicht mal für eine Sekunde die Augen zumachen? Ja, genau das gleiche hast du vor 7 Jahren schon einmal gesagt. Du hast Malon gerettet? Danke, dann kann ich ja wieder auf die Farm zurück. Ja, oh, bitte, bitte, nicht zu danken. So, wenn ich schon mal hier bin, kann ich mir auch einen größeren Köcher besorgen. Ist ja gut. Och Mist. Ja, ich weiß fast. Ey, es gibt's nicht. Ja, ich darf's noch mal umsonst. Ja, genau. Noch die beiden blauen hier und schwupp. Ist doch easy, wenn man das richtige Timing hat. Nur leider passt manchmal das Timing überhaupt nicht. Gerade dieser eine springende grüne und diese ganz niedrigen roten, die waren schon immer so ein bisschen schwierig. So, ein paar Bomben brauche ich. Die werde ich gleich brauchen. Boah, 35 Rubine für 5 Bomben. Was soll ich machen? Ja, die Bomben kann ich ja... Tue ich mal hier drauf. Nette Begrüßung, springt mich gleich schon so eine Spinne an.
Und noch eine. Und die Felsen sind auch neu. Oh Himmel. Nein, Navi, ich habe jetzt keine Zeit. Ich bin beschäftigt, das siehst du doch. Ja, und die Kuh hat inzwischen auch noch keine abgeholt. Befreit doch mal einer das arme Tier da aus dem Loch. So, und wie ihr sehen könnt, keiner da. Kein einziger Gorone ist da. Nur dieser kleine Scheißer hier ist noch da. Und den muss ich jetzt irgendwie aufhalten. Jetzt dreht er um. So, jetzt habe ich ihn aber. Wie konnte dir das gelingen? Du bist einer von Ganondorfs Leuten. Höre meinen Namen und neige dein Haupt in Ehrfurcht. Ich bin Link, der größte Krieger der Goronen. Soll das ein Witz sein oder was? Was? Auch dein Name ist Link? Dann musst du der legendäre Dodongo-Jäger sein, der mächtige Link. Darunia ist mein Vater. Kennst du ihn? Er benannte mich nach dir, weil du tapfer bist und viel für uns getan hast. Mir gefällt der Name. Ich könnte mir keinen besseren vorstellen. Link, für uns bist du ein echter Held. Ich bin stolz, dich kennengelernt zu haben. Gib mir bitte ein Autogramm. Schreib für meinen Freund Link den Goronen. Oh. Es mag ein schlechter Zeitpunkt sein, dich erneut um Hilfe zu bitten, doch hör mich an. Mein Vater Darunia begab sich zum Feuertempel. Dort lebt ein Höllendrache. Wenn wir uns nicht beeilen, ist mein Vater verloren. Heuschnüffati. Du solltest ihn beruhigen, wenn du kannst. Am besten du fragst ihn einfach etwas. Worüber willst du ihn befragen? Über den Drachen. Vor langer Zeit lebte eine diabolische Kreatur namens Volvagia in den Höhlen dieses Berges. Diese Drachenkreatur wütete auf grausamste Art. Sie fraß Goronen bei lebendigem Leib. Mit Hilfe eines legendären Hammers gelang es schließlich, Volvagia zu besiegen. So erzählt die Legende aus vergangenen Zeiten. Ich weiß, dass sie wahr ist. Einer der Vorfahren meines Vaters war nämlich derjenige, der die Kreatur vernichtete. Heuschnüffati. Ja, ich frag ihn über die Goronen. Vater war gerade nicht hier, als alle von Ganondorf in den Feuertempel verschleppt wurden. Es war schrecklich. Ganondorfs Leute fielen in unsere Stadt ein und nahmen alle gefangen. Jetzt sollen sie Volvagia geopfert werden. Vater sagte, dass Ganondorf die Drachenkreatur wiedererweckt hat. Als Warnung an alle, die sich ihm widersetzen, will der Tyrann die Goronen dem Drachen Volvagia zum Fraß vorwerfen. Also brach Vater ganz allein zum Tempel auf, um sie zu befreien. Bitte hilf ihm, Link. Möge diese Goronenrüstung zum Gelingen deiner Mission beitragen. Die Goronenrüstung. Diese feuerfeste Rüstung passt nur Erwachsenen. Sie schützt vor extremer Hitze. Vater sagte mir, ich solle nicht zulassen, dass ihm irgendjemand folgt. Doch bei dir, Link, ist das etwas anderes. Ich bin mir sicher, dass nur du uns helfen kannst. Sicher hilft dir auch der Ladenbesitzer weiter. Er hat sich irgendwo versteckt. Lass mich dir nun den geheimen Pfad zum Feuertempel zeigen. Versuche, die Statue in Vaters Raum zu verschieben. Okidoki. Oh, da oben ist eine Spinne. Komme ja wahrscheinlich nicht dran. Dazu bräuchte ich einen längeren Fanghaken.
Auf geht's! Todeskrater. Wir befinden uns mitten im Todesberg. Nämlich im Vulkan. So. Was haben wir denn hier? Ah, das geht nicht. Das geht noch nicht. Diese Felsen kriegt man mit normalen Bomben nicht kaputt. Wahre Freundschaft wächst, je länger sie besteht. Sie wächst im Herzen und wird mit jeder Minute stärker. Die leidenschaftliche Blüte der Freundschaft, die jetzt schon in dir reift, wird dir weisen den richtigen Weg. Diese Melodie sei der Kraft der Freundschaft gewidmet. Lausche nun dem Bolero des Feuers. Du hast den Bolero des Feuers erlernt. Link, wir werden uns wiedersehen. Ja, das habe ich befürchtet. Was willst du denn schon wieder? Diese Wolke über dem Todesberg, sie bedeutet nichts Gutes. Ach, wirklich? Wir sind aber schon im Todesberg. Und das sagst du mir erst jetzt? Mann, Navi, du bist so ein Blitzmerker. Nichts passiert. Und jetzt sind wir im Feuertempel. Und werden gleich schon attackiert. Juhu! Ist das herrlich! Wer ist da? Bist du es, Link? Tatsächlich, Link! Du bist erwachsen geworden, ein richtiger Mann. Gerne würde ich mich länger mit dir unterhalten, doch die Zeit drängt. Erneut hat Gandalf Chaos gesät. Er hat die infernalische Drachenkreatur Volvage aus dem Reich der Toten zurückgeholt. Zudem will er die gefangenen Goron der Bestie zum Fraß vorwerfen, als Warnung an alle, die ihm trotzen. Wenn das feuerspeiende Ungetüm aus den Höhlen des Tempels entkommt, wird Hyrule in einem flammenden Inferno versinken. Ich werde vorgehen und versuchen, die Kreatur zu bezwingen. Das wird nicht leicht, denn mir fehlt die Waffe, die in der alten Sage Erwähnung findet. Doch mir bleibt keine Wahl. Link, als sein Bruder bitte ich dich um diesen Gefallen. Während ich die Bestie fordere, sollst du meine Leute retten. Die Zellen, in die man sie gesperrt hat, sind über den gesamten Tempel verteilt. Hilf mir, Link. Okay, mach ich. Kein Ding, da drüben ist ja schon einer. Darunia, den hättest du ja wohl wirklich mal eben befreien können. Ehrlich, der arme Kleine hat doch Angst. Bitte, bitte friss mich nicht. Wenn du mich frisst, wird dir ganz schlecht werden. Du würdest es bereuen. Das glaube ich auch. Die Qualen haben ein Ende? Ich bin frei? Als Dank für meine Rettung verrate ich dir ein Geheimnis. Um zu der Tür zu gelangen, hinter der Darunia verschwunden ist, musst du den Pfeiler, der aus der Decke ragt, nach unten befördern. Finde einen Weg, der dich in die oberen Stockwerke bringt. Ah,
Alles klar. So, damit kommen wir dann in die rechte Tür. Nämlich, wenn wir jetzt hier rausgehen, ist rechts noch eine Tür. So, und im nächsten Part geht es dann weiter mit dem Feuertempel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.